Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik der allerersten im Jahr 2014. Und wir alle lieben ja Nazi-Zombies. Ich sag nur Dead Snow, ich sag nur Frankensteins Army und auch in gewisser Weise Outpost 3. Ja, Outpost, der allererste Teil 2007, entstand unter der Regie von Steve Barker, war wirklich gefällige, solide B-Movie-Horror-Action-Kost mit Ray Stevenson und Richard Brake in den Hauptrollen gewesen. 2012 folgte quasi eine Neuinterpretation bzw. fast schon komplettes Remake des Vorgängers, ebenfalls von Steve Barker. Allerdings muss ich sagen, war dieser Film ein ziemlich laues Lüftchen und eine extreme Enttäuschung gewesen. Daher habe ich mich gefragt, muss denn jetzt nun ein weiterer Teil sein? Allerdings wurden meine Erwartungen doch übertroffen, denn ich hatte hier auch wieder mal gar keine Erwartungen gehabt und nichts anderes als kurzweilige Gülle erwartet, und zwar Gülle in dem Sinne, dass es absolut schlecht ist und austauschbar. Allerdings Operation Space Nuts, so im deutschen Titel von Kieran Parker, dessen Regiedebüt das gleichzeitig ist, ist ein Film, der auf jeden Fall den wirklich lauen Black Sun vergessen lässt, und das liegt vor allem daran, dass man hier doch in gewisser Art und Weise Atmosphäre geboten bekommt, aber auch wirklich sehr kurzweilige, geradlinige B-Movie-Kost mit einem gewissen Trash-Appeal, wobei das Ganze hier nur an zwei Schauplätzen spielt, einmal im Wald und einmal in einem Bunker. Es geht ja quasi um eine russische Sondereinheit, die Nazis infiltriert, eliminiert und einen Konvoi natürlich platt macht, aber dann kommt natürlich noch ein Konvoi und sie werden von den anderen Soldaten aufgerieben. Natürlich überleben nicht alle, ein paar landen dann in einem unterirdischen Bunker und erleben dort allerlei unmenschliche Experimente, bevor sich dann selber eben jener Bunker in ein Schlachtfeld bzw. Schlachthaus verwandelt. Und naja, Nazi-Zombies kommen hier definitiv nicht zu kurz. Ich muss sagen, der Film könnte auch glatt als Prequel durchgehen. Das Ganze spielt im Jahr 1945 an der Ostfront, ist allerdings, muss ich sagen, wirklich kurzweilig ausgefallen. Sicherlich ohne großartige Charaktervertiefung, intelligente Dialoge, aber das erwartet man bei dieser Art von Film nicht. Allerdings muss ich sagen, ist Outpost 3 ein Film, der über weite Strecken wirklich flott montiert ist, sehr dynamisch zur Hand geht und dessen Action bodenständig ist, vollkommen frei von CGI, was auch für die wenigen Gore-Effekte gilt, die es allerdings in der FSK 18-Fassung so gut wie gar nicht zu sehen gibt. Und daher irritiert mich allgemein die sehr harte JK-Freigabe mit strafrechtlich unbedenklich, denn allzu hart ist der Film nicht ausgefallen. Es gibt einige Momente, die schon relativ nihilistisch sind, allerdings hält sich der Film mit gröberen Bluteffekten doch weitestgehend zurück. Die paar Effekte, die vorhanden sind, fehlen in der FSK 18-Version vollkommen. Was ich natürlich noch andeuten muss, ist der relativ comichafte Touch, der sich im Laufe des Films entwickelt. Vor allem der Abspann ist genauso gestaltet wie ein Comic, was natürlich Bock macht auf einen weiteren Teil, wenn man natürlich dann ein bisschen mehr Budget zur Verfügung hätte, weil das Ganze könnte vielleicht in Richtung schon des berühmt-berüchtigten Videospielklassikers gehen, Wolfenstein. Und das ist halt die Sache. Hier bekommt man wirklich grobe, handgemachte Unterhaltung geboten, mit viel Geballers, viel Gekloppe, vielen hässlich aussehenden Nazi-Zombies, und das war es eigentlich auch gewesen. Mehr Anspruch sollte man an diese Art von Film erst gar nicht hegen, sonst könnte man doch durch die Bank weg enttäuscht werden, weil man dann doch ganz andere Ambitionen anders hat, und vor allem Splatter und Gorehounds sollten ihre Erwartungen dann doch ganz nach unten schrauben, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber insgesamt hat dieser weitere Outpost-Teil weitaus besser bei mir abgeschnitten als der Vorgänger und bekommt deswegen gute 6,5 von 10 Punkten, weil das Ganze durchaus launig ist, eine gewisse Dynamik an den Tag legt und einfach wirklich flott inszeniert ist. Und was ich auch sagen muss, ist, trotz dieser Schwarzmalerei gut gegen böse, die Darsteller doch alle durch die Bank weg gut aufgelegt sind und auch ihre Figuren dementsprechend verkörpern, ohne in allzu grobes Overacting abzurutschen. Nun ja, das war's mit einer neuen Kritik, diesmal mit Outpost 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Hilft diesem Kanal. Ciao, euer Chris.